Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einer möglichen Lösung, wenn das neueste Feature-Update auf unserem Windows 10 Rechner nicht verfügbar ist, beziehungsweise wenn wir ganz normal über die Windows-Einstellungen nach Updates suchen und diese nicht gefunden wird. Diese Feature-Updates kommen in der Regel zweimal jährlich, einmal im April, Mai und einmal Oktober, November und bringen immer, wie der Name schon sagt, neue Features mit. Änderungen und Verbesserungen sind auch dabei. Allerdings gibt es da auch mal Fehler oder Kompatibilitätsprobleme mit bestimmter Hardware, sodass Microsoft dann eben auf diesen Geräten das direkte Update einschränkt oder eben ganz verhindert. Soweit diese bekannt sind natürlich. Da gibt es immer eine Liste mit bekannten Problemen, die von Microsoft veröffentlicht wird, immer bevor das Update losgelassen wird. Wenn ein Gerät also oder irgendwie eine Hardware-Komponente in der Liste bekannter Probleme vorhanden ist, kann der User das neueste Feature-Update über den Windows-Update quasi nicht installieren. Wenn wir es versuchen, bekommen wir die Meldung, dass unser PC auf dem neuesten Stand ist und eben keine Updates verfügbar sind, um die Geräte zu schützen. Wenn wir aber denken, dass es ein geringfügiges Problem ist oder aber trotzdem auf eigene Gefahr natürlich testen wollen, haben wir die Möglichkeit, diese entweder manuell über eine Windows Image zu installieren oder aber diese Schutzvorrichtung zu deaktivieren und das Update direkt über die Windows Update-Funktion hier zu erzwingen. Und das will ich euch jetzt schnell zeigen. Und zwar geht es ziemlich einfach über die Gruppenrichtlinien. Wir rufen uns also mit gpedit, also Windows R-Taste drücken, hier gpedit.msc eingeben und auf OK klicken. Und schon haben wir unseren Gruppenrichtlinien-Editor für die lokalen Policies in dem Fall. Und auf der linken Seite unter Computerkonfiguration, administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, einfach aufklappen. Irgendwo ganz unten haben wir dann Windows-Update. Nochmal aufklappen und genau, da sind wir schon. Windows-Update für Unternehmen. Einfach markieren. Und auf der rechten Seite haben wir hier nun irgendwo die Option, genau, deaktivieren von Sicherheitsvorkehrungen für Feature-Updates, einfach bearbeiten, doppelklicken oder mit der rechten Maustaste und bearbeiten. Und hier ist nochmal ein Hinweis, ja, eine Beschreibung. Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Feature-Updates auf den Geräten bereitgestellt werden sollen, ohne dass von Schutzmaßnahmen blockiert werden. Genau, einfach aktivieren, hier übernehmen nicht vergessen. Mit OK bestätigen nochmal und schon ist es aktiviert hier. Jetzt vielleicht den Rechner einmal komplett neu starten und schon können wir unser Feature-Update direkt über die ja, Windows-Update-Funktion eben installieren. Nach dem erfolgreichen Upgrade, denke ich, wird die Policy hier automatisch zurückgesetzt von Windows 10. Und ja, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch jetzt schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.